Am Wochenende hat sich Hessens Finanzminister Thomas Schäfer das Leben genommen. Man hört, dass der Druck, den die Corona-Krise erzeugt hat, schlichtweg zu groß gewesen sei. Und es ist in der Tat zu befürchten, dass die Zahl der Suizide in die Höhe gehen wird, ganz zu schweigen von der häuslichen Gewalt und auch den desaströsen wirtschaftlichen Folgen. Umso mehr drängt sich gerade eine Frage in den Vordergrund. Die Frage nämlich, ob man nicht Covid-19 einfach freien Lauf lassen sollte. Dann würde man eben bestimmte Bevölkerungsgruppen jetzt opfern oder sie einem erhöhten Risiko aussetzen, um damit die Zukunft der Mehrheit zu sichern. Hinter dieser Frage steckt ein ganz klassisch utilitaristisches Argument. Dem Utilitarismus zufolge ist das oberste Ziel das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl. Und wenn es zur Erlangung dieses Glücks notwendig ist, Menschenleben zu opfern, dann muss das geschehen. Dem Utilitarismus gegenüber steht die Pflichtethik Immanuel Kants. Und für Immanuel Kant sind nicht die Folgen einer Handlung ausschlaggebend, sondern die Handlung muss selbst in sich gut sein. Das heißt, sie muss dem kategorischen Imperativ entsprechen. Überträgt man jetzt die kantische Pflichtethik auf unsere heutige Situation, dann wäre vollkommen klar, man darf nicht Menschenleben mit Menschenleben verrechnen. Denn für Kant ist der Mensch ein Zweck an sich. Ich denke tatsächlich, dass Kants Pflichtethik in dieser unserer Situation heute handlungsweisend sein sollte. Denn nur so können wir bewahren, was im Zentrum unserer Gesellschaft steht und sie zusammenhält, nämlich die Menschenwürde. Gleichwohl gilt es zu beachten, dass wir, indem wir die Freiheitsrechte des Menschen so radikal einschränken, wie wir das im Moment tun, die Würde des Menschen ebenfalls antasten. Und deshalb muss es das oberste Ziel jetzt sein, die Folgen dieser Pandemie, soweit es irgend geht, einzudämmen.